Juhu, Leute, willkommen zurück. Brandy ist hier. In der letzten Folge haben wir den Uralten erweckt. Alles klaro, Maru. Königin, warum haben wir den Uralten geweckt? Seine Kraft übertrifft selbst deine. Der Uralte ist der Schlüssel zu den verborgenen Kräften von Cerus. Und ich brauche dieses Wissen. Aber wird er uns nicht vernichten? Wir setzen alles auf eine Karte. Die Terraner machen so etwas, wenn ihnen ihr Instinkt sagt, dass die Zeit reif ist. Ich verstehe. So wie der Terraner James Rayner, der nach Char kam, um dir deine ursprüngliche Form zurückzugeben? Ja, genau so. Das einzige Problem damit ist, dass man manchmal auch verliert. Was du nicht sagst. Wieder. Urzerg vernichten. Was meinst du damit? Urzerg-Fernkämpfer auf Schlachtfeld gesehen, basieren auf ihrer Liste. Urzerg haben Entwurf von Schwarm gestohlen. Schwarm nur Stunden, Tage auf Planet, wird bereits kopiert. Aber Thor, bist du etwa verärgert? Inakzeptabel. Macht vom Schwarm Stärken zu assimilieren. Urzerg dürfen nicht stehlen. Mach dir darüber keine Sorgen. Sie werden auf unserer Seite sein, bevor ich hier fertig bin. Oh, da ist jemand verärgert. Wählen Sie eine Mutation. Bis zu 6 Ziele gleichzeitig treffen. Okay. Mutalisten regenerieren sich außerhalb des Kampfes 10 Trefferpunkte pro Sekunde. Das ist natürlich eine ultra geile Sache. Ja, dann machen wir das dann machen wir. Das ist natürlich eine tighte Sache. Begib dich zum Geburtsort der Zerg. Dort wirst du geprüft werden. Vielleicht wirst du zerrissen. Doch wenn dein Zorn stark genug ist, gehört die Macht von Cerus. Hehehe. Ah, dieser oberalte Sack für Swarmhosts, aber ich werde hier wahrscheinlich nur mit Mutas agieren. So. Jetzt lad doch endlich jetzt. Oh. Ich bin echt motiviert zur Zeit zum Aufnehmen. Die Suche nach Macht hat dich an diesen Ort geführt. Macht, um längst zu töten. Sag mir, was ich tun muss. Diese Macht ist sogar noch älter als ich. Und sie hat ihren Preis. Was bist du bereit, für deine Rache zu opfern? Alles. Du musst die Macht spüren. Sie ruft dich. Geh zu ihr. Die Urzerg haben deine Ankunft bemerkt. Sie sind hinter dir her. Aber Thor,
Schick mir die Kreatur, an der du gearbeitet hast. Den Schwarmwirt. Uressenz genutzt für Anpassung. Erschafft Schrecken, um Gegner zu töten. Urzerk im Anmarsch. Verwurzelt Schwarmwirte, damit sie Schrecken erschaffen können. Du hast meine Aufmerksamkeit. Na dann komm mal. Sie kommen. Ich höre. Diese Welt gehört dir. Oh, die sind ja ultra stark. Klar ist er frei. Los jetzt. Weiter vorrücken. Lasst uns das hinter uns bringen. Faster, faster. Der Moment ist bald gekommen. Ist dein Hass immer noch stark genug, um das notwendige Opfer zu bringen? Ja, klar. Es ist ein Teich. Der erste Brutschleim. Er existierte schon, als es noch keinen Namen gab. Von diesem ursprünglichen Ort stammen die Zerg. In ihm wurde die erste Essenz zu viel. Sie verschlangen sich und gewannen an Stärke. Die ersten Zerg. Deine Macht bekommen und dich selbst verlieren. Verändere dich, werde stärker. Empfehlung: Poolmein. Katalytische Flüssigkeit wird Körper der Königin überwältigen. Nicht stark genug. Der Hass der Königin ist stark genug. Und wenn ich überlebe, wird es mich neu erschaffen. Ich werde noch mächtiger werden als die alte Königin der Klingen. Isha, verteidige den Schwarmcluster und den Kokon, bis ich fertig bin. Oder tot. Wie du befiehlst. Sehr klar. Also so, aber wir fangen an, wie davor auch immer, erstmal die fucking Overlords wegtun. Mutalisks. Mehr Schwarmwirte. Er schafft mehr aus den Larven an der Brutstätte. Wo ist denn hier der fucking Dingens da? Da geht's auch nochmal runter. Okay. Kein Stress. Kein Stress. Wir brauchen auf jeden Fall die Überreste von Brax zwei. Sie bereiten sich auf einen Angriff auf unseren Schwarmcluster vor. Macht unsere Verteidigung bereit. Wurzelt unsere Schwarmwirte und Krabbler am Eingang ein. Was brauche ich denn da eigentlich? 200 Mineralien. Ja, ja, ist kein Stress. Ah ja. Ach, das ist ein Kampf hier. Auf Leben und Tod. Ah, sehr wunderschön, was ich hier mache. Okay, dann haben wir das erste überlebt. Wir werden aber definitiv ein Schößling brauchen. Dann brauchen wir noch einiges mehr an Drones. Angriff pimpen. Das ist Freedom.
Da werden wir als nächstes hingehen. Zack. Direkt mal rübergehen und eine Echse setzen. Weil je mehr Mineralien, desto weniger kostet es uns. Also es schadet uns halt nicht, würde ich mal behaupten. Und da wir eh schon wieder die Mineralien haben für eine Echse, setzen wir sie doch einfach. Ich spüre, wie sich ein weiteres Rudel der Urzart auf der anderen Seite des Beckens. Ja, ja, kein Stress, bitte. Verpestet, Sir. Ihr habt Merk getötet, doch sein Rudel lebt weiter. Ihr Territorium gehört mir, genau wie ihre Essenz. Aha. Bekämpfen die sich jetzt gegenseitig, oder wie sehe ich das jetzt? Ja, die bekämpfen sich anscheinend ernsthaft gegenseitig. Die Fraktionen der Urzark greifen sich gegenseitig an. Kein Stress. Wir müssen uns weiterhin auf den Schutz des Kokons konzentrieren. Das machen wir doch glatt. Ah, ach, super. Ich habe euch nicht vergessen, verfälschtes Rudel. Eure Anführerin schläft. Sie wird nicht erwachen. Eure Essenz wird ein Festmahl für mein Rudel sein. Na dann. Jagdras Rudel macht sich bereit, unseren Schwarmcluster anzugreifen. Wir müssen uns auf die Verteidigung einstellen. Wenn er mir jetzt aber hier an die Wäsche will. Nee, will er natürlich nicht. Der ist ein cleverer Mann. Wir brauchen einige mehr Mutalisken. Das bedeutet, wir gehen erstmal direkt aufs Gas sammeln. Ja, ja. Mach erstmal keinen Stress, mein Engel. Wir müssen jetzt erstmal unser Gebiet etwas erweitern. Jetzt haben wir eh Zeit, 20 Minuten lang. Von daher kein Stress, bitte. Entität Bisha. Wichtige Entdeckung gemacht. Uressenzen sammeln sich im Pool. Kann verwenden. Viele Schrecken erschaffen. Schwarmcluster gegen Urzart verteidigen. Eine weitere Welle Urzark ist im Anmarsch. Ja? Schafft die Schrecken. Scheiße, ich hab nichts zu verteidigen. Grab unsere Schwarmwirte ein. Verteidig den Kokon. Ach. Ja, 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 das habe ich hier verkackt. Aber kein Stress, solange wir Mutalisken haben. Ist everything good. Wir werden uns mal ein bisschen Zeit verschaffen, indem wir hier mal was machen. Wir bauen Mutalisken. Erforschen Level 1 Upgrades hierfür. Rechts wird wieder angegriffen. Das müssen wir abwehren. Jagdra hat Flugeinheiten der Urzart geschickt, um den Kokon anzugreifen. Wir haben schon was dagegen. Wir besitzen auch was dagegen. Von daher machen wir uns mal nicht ins Hemd, bitte. Wir
wir werden das mal probieren. Ja, ja, kein Stress erstmal hier. Keinen Stress, bitte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 6, 7, 8, 9, 10. Wir werden erstmal... Ich spüre einen riesigen Urzack in der Nähe. Scheinbar ist er ein Einzelgänger. 7 Stück hier erstmal da anhauen. Extreme physische Kraft. Essenz nützlich. Muss erlangen. Das wird nicht leicht. Dazu müssten wir mitten durch den Kampf zwischen Yagdras und Brax rudeln. Kein Stress, oder? Beide Rudel greifen uns an. Sie nehmen uns in die Zange. Mach dir nicht ins Hemd, Isha. Queen kann sich ruhig da hinstellen. Wir werden das übrigens so lösen, dass wir mit Mutalisken da durchlaufen, fliegen. Ah ja, der hat keinen Stress. Der hat... Die Metamorphose unserer Königin ist zur Hälfte abgeschlossen. Gut. Die Verteidigungslinie. Wir machen das Ganze auch hier so, dass wir uns... Hier aber ein paar mehr... Ihr geht dann weiter runter. Was machst du? Wir formen hier eine Angriffslinie. Ja, ja. Wenn was passiert. Trage ich die volle Verantwortung dafür. Wir bauen noch keine neuen... Oh ja, 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 jetzt können wir erstmal ganz gechillt. So. Mutalisken. Keine schlechte Zahl, wohlgemerkt. Bauen wir jetzt noch ein paar. Ja, ja, erstmal hier ein paar Swarmhosts. Ja, wir brauchen mehr Vespingas. Hallo. Jetzt hat er uns hier das Ding erwischt. Wir sollten Einheiten erschaffen, die fliegende Einheiten angreifen können. Das ist natürlich fernab von optimal. Um die gegnerischen Lufteinheiten auszuschalten. Werden wir uns mal hier unten auch... ...unsere Verteidigungslinie errichten. Ja, kein Stress. Alles klar, das ist schon mal ganz locker flockig verteidigt worden. Dann können wir den Swarmhost mal hier hinschicken. So, der verteidigt mal ganz gediegen und locker hier. Die Königin setzt mal schön hier und locker flockig einen Creep-Tumor.
Daraus machen wir noch ein paar meiner kleinen Freundchen. Hier. Wie viel mehr? Ja, wir haben das doch schon. Zack. Okay, dann haben wir hier quasi die perfekte Verteidigung erschaffen. Für uns. Die Urzeit zerstören die Felsen in der Nähe des Kokons. Ah, hier ein bisschen Platz. Machen wir hier ein bisschen Platz. Oder? Genau. Die wollen uns nämlich auch von vier Seiten erwischen. Das ist ja verständlich. Ich meine... So. Der Kokon hat sich geöffnet. Unsere Königin beginnt zu erwachen. Ist ja nicht schlimm, oder? Freut euch doch, ihr Idioten. Ach du Fuck. Das war natürlich nicht clever, was ich hier mache. Wenn die hier durchbrechen sollten... nicht ganz so prickelnd. Ja. Die vier müssen halt dann darüber. Die erwischen wir. Beziehungsweise da fliegen wir jetzt mal eiskalt durch. Das Abschließen von Bonuszielen erhöht deine Macht. Diese Rudel der Urzark erhalten ständig Verstärkung. Wir sollten sie umgehen. Ja, aber das ist auch geschafft. Ja. Ist ja kein Stress, oder? Aber mal so. Wo wird denn der Schwarmcluster jetzt schon wieder angegriffen? Ah. Ah, machen wir hier mal dicht. Ah, machen wir hier noch ein A hin. Mein Rudel ist stark. Wir erobern Essenz. Wir verschlingen. Ja, ja. Jetzt sind nur noch die verfälschten Zerg übrig. Holt euch ihre Essenz. Tötet sie. Yagdras Streitkräfte sammeln sich. Sie nähern sich dem Schwarmcluster. Naja, sie nähern sich, aber ist mir doch wurscht. Das ist halt verloren alles. Das ist umsonst ausgegebenes. Den kriegst du nicht. Das ist einfach lächerlich, was die hier machen. Lame. Die Urzark haben die Barrikade durchbrochen. Ja. Verteidigt den Kokon. Ja. Darin sehe ich jetzt die wenigsten Probleme. Muss ich ehrlich sagen. Wir sind sowas von haushoch überlegen.
Verteidigt den Kokon. Der Schwarm wird bestehen. Ja, ja, das ist eh klar. Also wenigstens aus einer Richtung mal nichts kommt. Ach, haben die denn erwischt? Nicht so schlimm. Machen wir das einmal. Braucht man doch nicht. Ah, Zucker. Zeig deine Kraft, Kerrigan. Ach so, 75 gegnerische Einheiten, das wusste ich jetzt nicht. Ja, scheiß drauf. Wir sehen uns nächstes Mal, Leute. Ciao.